Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Einen schönen Montagmorgen und unsere allerherzlichsten Glückwünsche. Nicht nur an die Mannschaften, die gestern bei der EM gewonnen haben, zum Beispiel, oder unsere Freunde aus Österreich oder aus England. Nein, auch wenn sie heute Geburtstag haben, wir gratulieren immer gerne, obwohl es uns bei einem recht schwerfällt. Donald Trump wird heute 75, auch wenn er es vermutlich bestreiten würde. Never said that. Ja, es ist schön ruhig geworden, seit der Mann nicht mehr im Weißen Haus rumpoltert. Ich weiß nicht, wie er seinen 75. feiert. Ich tippe mal in Mar-a-Lago. Kann er jetzt ja feiern, wie er will. Ich hätte, wenn er im Weißen Haus wäre, ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass er beim Topfschlagen irgendwie aus Versehen auf den roten Atomknopf kommt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Hessen. FFH, das Wetter. Heute mit einem Top, mit einem Mega-Wetter, also das, was spitzenmäßig am 14. Juni überhaupt möglich ist. Los geht's jetzt natürlich noch mit ziemlich frischer Luft, also unter 10 Grad beispielsweise in Nord-, Mittel- und Osthessen, stellenweise nur 7 oder 8 Grad. Aber wenn jetzt die Sonne hochgeht, dann brutzelt sie uns und heizt sie uns richtig ein. 15 Sonnenstunden sind übrigens heute möglich, sogar ein bisschen mehr. Und das bedeutet natürlich heute Nachmittag auch die Wärme. Wir erreichen mit viel blauem Himmel am Nachmittag 22 bis 29 Grad. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Hessen. Endlich wieder tolles Wetter draußen und endlich wieder Konzerte. Das wird so schön. Wir starten nämlich jetzt am Freitag mit dem Strandkorb Open Air in Wiesbaden. Also, wie der Name schon sagt, Sie sitzen in einem Strandkorb und erleben dann in den kommenden Wochen so schöne Live-Musik. Wir haben das natürlich alles in Web und App aufgelistet, wer dabei ist. Und Tickets schenken wir Ihnen heute früh. Jede Stunde gibt's welche. Jetzt für die Fantas, für die Fantastischen Vier am 20. oder am 21. Juli. Und es geht ganz einfach. Julia macht Ihnen verlockende Angebote, damit Sie Sie mitnehmen in Ihren Strandkorb. Ja. Aber Sie geben ihr bitte konsequent einen Korb. An der 069 1972 5 versucht das jetzt Steven aus Hadamar. Mosche. Ja, grüßt euch. Morgen. Du möchtest gerne nach Wiesbaden zu den Fanta 4. Jawohl, genau. In einen Strandkorb. Richtig. Hättest du denn schon jemanden, der den Strandkorb mit dir teilt? Ja, meine zukünftige Ehefrau. Das ist sehr erfreulich. Aber es ist ja nur deine zukünftige und nicht deine richtige Frau. Also vielleicht habe ich eine kleine Chance, dass ich noch mit rein darf in den Strandkorb. Ah, das wird sehr, sehr schwer. Das glaube ich, wirst du nicht hinkriegen. Ja, dann mach ruhig weiter. Aber mach Steven, ruhig weiter. Ich habe Fanta umsonst. Den ganzen Abend trinkst du auf mich. Ach nee, Fanta schmeckt mir überhaupt nicht. Du kannst alles trinken, was du willst. Und wenn es alkoholisch sein soll, ich fahre dich auch nach dem Konzert wieder nach Hause. Ach hier, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Meine Frau oder meine zukünftige Frau, die trinkt nicht. Das passt, die kann dann auch fahren. Aber die zukünftige kann garantiert nicht so tollen Fanta-Kuchen backen wie ich. Hä? Doch, das kann die. Okay. Oh Steven, ich bin der netteste Mensch der Welt, jetzt nimm ich doch mit. Nee, du wirst schon noch eine andere Möglichkeit haben, da auch noch mal hinzugehen. Herrlich, es war für mich ein Genuss jetzt zuzuhören. Ah, du glaubst gar nicht, Steven, was für einen Gefallen du mir damit getan hast. Und vor allen Dingen, dir selber und deiner zukünftigen. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden erlebt super. Vielen die Fanta 4. Sensationell. Mega. Ja, schade. Ja, Julia, kann man leider nichts machen. So, nee. Das, mit euch wird nichts, aber ihr seid ja beide in festen Händen. Genau. Alles klar. Viel Spaß, super. Genießt den Konzertsommer mit Hitradio FFH. Das werden wir tun, vielen Dank. Ach, naja. Gut, ich gebe nicht auf. Nächste Stunde versuche ich es wieder bei Ihnen. Nehmen Sie mich mit in Ihren Strandkorb bei Revolverheld. Die Fußball-Europameisterschaft bei Hitradio FFH. Endlich geht's wieder rund, oder? Der Ball rollt. Wir freuen uns über europäischen Fußball und es tut irgendwie gut, auch die Zuschauer da zu sehen. Aber was natürlich trotzdem, auch wenn Sie jetzt die ersten Spiele geguckt haben, immer noch ganz großes Thema ist, wie geht's dem Dänen Christian Eriksen? Ne? Bricht beim Spiel am Samstag gegen Finnland auf dem Platz zusammen, muss dort wiederbelebt werden und das Spiel wurde unterbrochen für, glaube ich, knapp 2 Stunden. Also ja. Furchtbar. Für mein Gefühl übrigens nicht lang genug, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Es war furchtbar mit anzuschauen und zum Glück hieß es ging ihm dann schnell wieder besser und er hat ja angeblich gesagt, spielt das Spiel zu Ende.
In welcher Situation er das gesagt hat, wie viel Druck da im Spiel war, das wissen wir alle nicht. Ja, dieser Gänsehautmoment, aber als das bekannt gegeben wurde, dass es ihm gut geht, dass er lebt, dass er halbwegs stabil ist. Die dänischen Fans und auch die Fans der Gegner von Finnland stimmen auf der Tribüne gemeinsam einen Sprechchor an und sie singen Christian Eriksen und applaudieren. Wow. Sehr bewegend, gell? Also weiter auf jeden Fall gute Besserung. Wer von Ihnen auch das Eröffnungsspiel geguckt hat, so wie hier wir daheim, Italien 3-0 gegen die Türkei, und da gab es doch diesen Türkei-Fan auf der Tribüne. Der hatte so einen Hut mit Halbmond drauf und hatte so einen aufgeklebten Schnauzbart auf seiner FFP2-Maske. Ich fand's so mega lustig. Auch bei Twitter geht es voll durch die Decke. Und dann schreibt da zum Beispiel einer, guck mal, der hat die Maske schon so lange auf, dass der Bart einfach durchgewachsen ist. Ja? Die italienische Presse gilt ja nicht als wahnsinnig zurückhaltend. Die bejubelt den Eröffnungssieg, als wäre Italien schon Europameister. Der Corriere dello Sport habe gesagt, ein nationaler Festtag, eine Nacht der Magie, der Intelligenz und der Reife. Wow. Das ist halt immer das Geile. See. Kleiner geht's halt nicht bei den Italienern, gell? War eine azurblaue Show, Signorina Nestle, eine Italie zum Verrücktwerden, sagt die Gazzetta dello Sport. Und damit schließen wir unsere internationale Presseschau ab. Hoffentlich steht nach unserem deutschen Spiel gegen Frankreich morgen was Ähnliches in den Zeitungen. Wo stehst du denn, Johannes, eigentlich bei unserem internen FFH-Kollegentippspiel? Das ist jetzt ein böses Foul. Also ich möchte, welcher dass Platz? Ich habe es nicht verstanden. Ich möchte, dass sich der Videoschiedsrichter diese Moderation nochmal genau anguckt. Ich stehe auf beim FFH-Kollegentippspiel. Soll ich sagen? Das ist eine Mitleidsnummer. Es tut mir leid, aber es stimmt wirklich. Ich stehe auf Platz 137. Nein, so viel machen doch gar nicht mit. Ich war auch überrascht, dass wir so viele Mitarbeiter haben. Ich habe wirklich komplett daneben gelangt. Wo stehst denn du? Platz 6, du, hör mal. Wir brechen diesen Beitrag an dieser Stelle ab und setzen das Programm mit Musik weiter fort. Du Tier! Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Wann hast du dich mit Ketchup geschminkt oder warum bist du so rot im Gesicht? Sonnenbrand, guck mal meinen Nacken, den hat's noch schlimmer erwischt. Oh je, einen Tropfen Bier drauf und die Schwarte springt. In der Stadt bleiben hinter mir schon Menschen stehen und warten auf Grün. Krass. Einmal die 4 und die Aftersun-Lotion. Ach du Scheiße. Finden Sie, dass mein Sonnenbrand arg auffällt? Guck mal, Stefan, der Huber kann sprechen. Was? Momentchen mal bitte. Stefan, weißt du, welchen Sonnenschutz ich am Wochenende benutzt hab? Nee. Couch. Ach, deshalb hat der weiße Riese angerufen. Hä? Er will seine Arme zurück. Hä? Also ein weißes T-Shirt hat übrigens einen LSF. Hä? Lichtschutzfaktor. Also ein weißes T-Shirt hat einen LSF von 5. Ein schwarzes dagegen einen LSF von 15. Ich empfehle zum Einschmieren ja Nutella. Das hat Lichtschutzfaktor 100. Das nächste Schönwetterwochenende verbringe ich zur Sicherheit in Ankes Tanke. Weil du hier so gute Tipps bekommst? Nee, bei dir Kunde zu sein hat jede Menge Schattenseiten. Nach 258 Euro sammeln Sie Nivea Sun-Punkte. Haben Sie eine Tiroler Nussöl-Card oder sind Sie im Claudia Roth Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich bei Hitradio FFH. Und mit allen anderen Highlights im Guten Morgen Hessen Podcast. Bei FFH im Web und in der App. Der digitale Impfpass ist da. Das heißt, damit müssen wir nicht mehr unseren kleinen gelben Impfpass überall mit hinschleppen. Irgendwann in Zukunft. Sondern können diesen Nachweis digital bequem übers Handy vorzeigen. Ich dachte auch zuerst, boah, ey, wie kompliziert ist jetzt das? Ist es aber gar nicht. Also wir fangen mal an mit allen, die jetzt oder in Zukunft ihre zweite Impfung gegen Corona bekommen, ja? Ja, Ihnen wird dann direkt ein Impfzertifikat ausgedruckt und da ist dieser berühmte QR-Code drauf, diesen Punktesalat. Und diesen Code, den scannen Sie einfach mit einer der beiden Apps, die es dafür gibt. Da wäre zum einen die ganz offizielle
bundesweite Corona-Warn-App oder Sie nehmen die neue vom Robert-Koch-Institut. Die geht auch, die heißt CoughPass-App. Und dann sind Ihre Daten gespeichert und Sie können mit dem Handy zeigen, dass Sie vollständig geimpft sind beim Shoppen, beim Essen gehen, im Biergarten, wo auch immer. Mhm, die Infos gibt es auch nochmal ganz entspannt zum Nachlesen natürlich bei uns in Web und App. Aber ich habe mich natürlich sofort gefragt, also was ist jetzt mit denen, die schon zweimal geimpft wurden? Also wie kriege ich zum Beispiel meinen Nachweis? Weil bei mir gab es diesen QR-Code noch nicht auf dem Impfzertifikat. Das ist aber auch kein Hexenwerk, gell? Ja, also beim Hausarzt, wenn Sie da Ihre zweite Impfung schon bekommen haben, dann ja, fragen Sie direkt den Hausarzt nach dem QR-Code und dann bekommen Sie einen. Oder wenn Sie im Impfzentrum waren, dann bekommen Sie ihn demnächst per Post zugeschickt. Das kann allerdings noch ein paar Tage dauern. Oder Sie können ab heute zu einer teilnehmenden Apotheke gehen, um sich diesen Code ausstellen zu lassen. Ich sage deswegen teilnehmend, weil nicht jede macht es oder macht es schon. Im Laufe des Tages soll es auf der Seite www.mein-apothekenmanager.de, also mein-apothekenmanager.de, eine Übersicht geben, welche Apotheke bei Ihnen in der Nähe diesen QR-Code schon ausstellen kann. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, da steht aktuell, steht leider noch gar nichts. Okay. Aber gut, du sagst auch im Laufe des Tages, ne? Ja. Jetzt müssen Sie, und das ist ganz wichtig, das aber nicht digital machen. Ich kenne viele Menschen, die kein Handy haben, was einen QR-Code scannen könnte oder eine App haben. Also Sie können natürlich das ganz normale gedruckte Impfzertifikat oder Ihren gelben Impfpass einfach bei sich tragen und auch damit zeigen, dass Sie geimpft sind. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer. Oh.